Hi, ich bin der Basti Mandlinger. Ich komme aus Waldling, wohne jetzt in Ingolstadt und kämpfe auf 66 Kilo. Und wann und wo ist dein nächster Kampf und gegen wen? Am 28.10.2023 in Stuttgart gegen Sammy Ndungu. Und wann hast du denn mit dem Kampfsport begonnen? Im November 2018, wenn es dann 5 Jahre. Und wie bist du zum MMA gekommen? Überwiegend durch Highlight-Videos von Conor McGregor, Max Holloway und Israel Adesanya auf YouTube. Okay, und wo würdest du sagen, liegen denn deine Stärken? Meine Stärken liegen definitiv im Stand. Boden trainiere ich zwar auch gern, aber Stand definitiv Steckenpferd. Okay, und was weißt du denn über deinen nächsten Gegner und wie bereitest du dich speziell auf ihn vor? Ich weiß, dass er ein guter Boxer ist, er hat sehr scharfe Hände. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, sie nicht zu fangen und selbst auszuteilen. Wie oft trainierst du denn so in der Wettkampfvorbereitung? 10-mal die Woche, 2-mal am Tag, 5-mal die Woche. Und welche anderen Sportarten betreibst du dann sonst noch außer Kampfsport? Ich gehe gern tanzen, ich mache gern Körpergewichtstraining, Functional Training, eigentlich generelle Bewegung jeglicher Art. Und wie viele Wochen vor dem Kampf beginnt dann immer so deine Vorbereitung? 10 Wochen vor dem Kampf habe ich gern, um mich vorzubereiten. Okay, und wie fühlst du dich denn immer vor so einem Kampf? Bist du ja nervös oder hast du Lampenfieber und wenn, wie gehst du damit um? Ich bin schon nur so eine kleine Rampensau, ich genieße schon die Unterhaltung und die Aufmerksamkeit, also mich treibt es eher an. Und ich muss mich da eher selber bremsen, anstatt aufzuhalten. Okay, und zum Schluss noch, für viele Nachwuchssportler oder junge Leute sind ja Sportler wie du ein Vorbild. Was würdest du ihnen für Worte auf den Weg geben? Arbeitet hart für eure Ziele, gebt niemals auf und seid ein guter Mensch, seid lieb zu euren Mitmenschen.